Wir pumpen ja nicht neues Geld hinein in die Länder, sondern wir ersetzen andere Kreditgeber. Mhm. Das heißt, auch was Sie vorhin genannt haben, diese große Zahl, die für alle Zuschauer so erschreckend ist, das sind ja nicht nur Schulden, das sind doch auch Forderungen. Fragen Sie mal, in welche Aktiva Ihre Pensionskasse investiert. Das sind doch, Sie wollen doch deutsche Staatsschuldtitel halten. Doch nicht hoffen, oder, dass aber, wir da rein investieren. Aber wo denn sonst? Und, in amerikanische Hypothekenkredite? Oder wollen Sie in hochspekulative chinesische Aktien investieren? Wo wollen Sie denn investieren? Also, es gibt genügend solide deutsche und internationale Unternehmen, in die man investieren kann, ob in Anleihen oder in Aktien, die mir da tausendmal lieber wären.